Moin Leute, und heute zeige ich euch den einfachsten Car-to-Car-Merch ever. Wirklich Leute, dieser Car-to-Car-Merch ist so leicht wie nie zuvor. Und das Beste Leute, er ist sogar solo. Jawoll! Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Glitches. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, ihr braucht eine Arena inklusive Arena-Werkstatt natürlich. Und ihr braucht natürlich ein Fahrzeug, was die ganzen Tuning-Teile besitzt, was ihr später auf einem anderen Fahrzeug haben wollt. Sprich das Geberauto. Und außerdem braucht ihr natürlich auch ein Fahrzeug, was die Tuning-Teile erhalten soll. Und diese beiden Autos müssen natürlich auch mit in der Arena stehen. Außerdem müsst ihr in einer GTA Online-Crew sein. Zum Beispiel hier in meiner. Wenn ihr das Ganze habt, Leute, können wir auch schon direkt anfangen, denn als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall war ich jetzt in einer Einladungssitzung, aber ihr könnt es natürlich auch in einer öffentlichen Sitzung machen, es ist völlig egal, Leute. Denn ihr seid jetzt einfach in eurer Arena. Ihr seht schon hier mein Auto, bzw. mein Geberauto und das Auto, was gleich die Tuning-Teile bekommt, also das Formel 1 Auto da hinten. Denn wir steigen als erstes jetzt in unser Geberauto und drücken die rechte Pfeiltaste, um die Tuning-Garage zu gelangen. Sind wir in der Tuning-Werkstatt angekommen, müssen wir jetzt erstmal was umtunen. Irgendwas Kleines, was ganz billig ist. Zum Beispiel hier die Bremsen, müssen wir irgendwas Kleines umtunen. Wenn ihr das gemacht habt, Leute, das scrollt jetzt runter zur Lackierung, geht auf Primärfarbe und geht dann auf Crewfarbe. Und keine Sorge, Leute, ihr müsst die Crewfarbe jetzt nicht kaufen oder sonst irgendwas, ihr müsst nur in diesem Menü sein. Aber Leute, es gibt ja Fahrzeuge, die tatsächlich keine Lackierung zulassen, warum auch immer. Wenn ihr diesen Fall habt, dann gibt es auch noch eine andere Methode, denn ihr könnt auch jetzt statt diese Lackierung zu nehmen, könnt es auch runterscrollen zu Lichter, geht dann auf Neon Kits, Neon Farbe und dann scrollt ihr auch runter zu Crew Farbe. Denn bei dieser Crew Farbe müsst ihr einfach nur drauf sein. Ihr müsst es nicht kaufen, nicht bei der Lackierung oder jetzt hier bei Lichter, ihr müsst es nicht kaufen, Leute. Denn ihr müsst einfach nur mit dem Scroll drauf sein. Denn jetzt, Leute, drückt auf euren Controller die Home-Button eurer Konsole, sprich die PlayStation-Taste oder die Xbox-Taste. Denn sobald ihr jetzt ein Home-Menü von eurer Konsole seid, so wie ich jetzt hier, geht einfach wieder zurück ins Spiel. Und ihr werdet merken, Leute, dass ich das Tuning-Menü einfach geschlossen habe. Es ist nicht mehr da. Als nächstes, Leute, könnt ihr jetzt einfach aussteigen. Seid ihr ausgestiegen, lauft ihr zum Fahrzeug, was ihr merchen möchtet. In meinem Fall ist es ja jetzt hier das Formel 1 Auto und steigt ein. Seid ihr eingestiegen, fahrt jetzt einfach hinaus. Und Leute, die Magie beginnt jetzt zu wirken, denn euer Auto ist jetzt gemerged. Wie geil ist das denn? Aber Leute, das Auto ist noch nicht gespeichert. Um das Auto jetzt zu speichern, müsst ihr einfach nur aussteigen und das war's schon. Wirklich. Sobald ihr ausgestiegen seid, wird es despawnen und dann ist es gemerged und voila. Ich persönlich gehe jetzt auch wieder zurück in die Tuning-Garage und zeige euch, dass das Auto jetzt auch gemerged ist. Und wie gesagt, Leute, ihr müsst es jetzt nicht weiter tunen. In meinem Fall wird es natürlich weiter tunen, um gewisse Tuning-Teile auf dem Auto zu haben, aber ist kein Muss, denn es ist auch schon so gespeichert. Aber das war schon die ganze Magie hinter diesem Glitch, Leute, wirklich. Einfacher geht's nicht. Und das Beste ist, Leute, ihr könnt wirklich alle Autos merchen, die ihr in der Arena reinfahren könnt, beziehungsweise drinnen parken könnt. Denn ihr könnt es den Dune merchen, den Partybus merchen, den Flak-Anhänger merchen und vieles mehr, Leute. Deswegen nutzt diesen einfachen Glitch aus, der sogar solo ist. Und weil dieser Glitch so krass ist, Leute, müsst ihr hier wirklich mal einen fetten Daumen nach oben geben. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, ich weiß wirklich nicht warum, weil dieser Glitch ist so unfassbar heftig. Aber Leute, ich muss sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Bombard. Ciao.